So Leute, was geht ab, was geht ab? Einen schönen guten Morgen und heute mal wieder mit einem Vlog. Jetzt geht's gleich mit Maya ins Fitnessstudio. Wir haben mittlerweile 9:30 Uhr. Ja, okay, so sieht man mich wieder. Ja, wir haben mittlerweile 9:30 Uhr. Wir gehen jetzt gleich ins Gym trainieren. Dann bringen wir ein paar Sachen, die wir zusammengesammelt haben, bringen wir zu Flüchtlingsheim, um die, also es sind Anziehsachen, Spielsachen. Ich habe hier noch ein paar Sachen liegen, die auch weggebracht werden. Und danach gehen wir zusammen essen, unterhalten uns ein bisschen, quatschen ein bisschen, tauschen uns einfach über die wichtigsten Sachen aus, über die Sachen, die in letzter Zeit passiert sind, was in nächster Zeit noch passieren wird. Und was steht dann heute noch an? Dann werde ich selbst noch ein Personal Training geben. Ansonsten steht heute sehr viel Building an, sehr viel Zusammenfassen von Sachen, sehr viel Planen, da ich bald mein nächstes Event gebe. Ja, das sind so die Hauptsachen, die anstehen. Ich werde euch heute ein klein bisschen mit begleiten, beziehungsweise ihr werdet mich heute ein klein bisschen mit begleiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns gleich nochmal. So Leute, was geht ab? Hier sind wir im Gym angekommen, mit Maya. Jetzt wird erstmal, beziehungsweise ich trainiere Brust und sie, was trainierst du? Oberkörper. Jetzt wird erstmal aufgewärmt und dann geht's los. Mit euch ganz viel Spaß. So Leute, jetzt geht's ans Bankdrücken und wer sich wundert, warum ich die Hände anders umhalte, beziehungsweise in die verkehrte Richtung, einfach weil ich die externe Rotation aus der Schulter rausnehmen möchte, auch aufgrund dessen, weil ich in letzter Zeit einfach ziemlich krasse Schulterschmerzen hatte, die jetzt aber mittlerweile weg sind und ich einfach verhindern will, dass sie sehr schnell wiederkommen. Also nehme ich die externe Rotation raus und sorge dafür, dass ich eine komplette interne Rotation habe. Viele Grüße an dem Punkt an Ferdinand, der mir da nochmal weitergeholfen hat. Ja, nur ganz kurz zu erklären und jetzt geht's weiter. Geiles Training gehabt, war ja schon um. Jetzt wird noch fertig bzw. aufgelegt und dann geht's weiter. Alles klar Leute, den Kofferraum vollgepackt mit Sachen für Flüchtlinge, für etwas ärmere Menschen, wenn man das so sagen kann. Und für Menschen, die Sachen einfach dringender brauchen als wir, sind Klamotten, Spielsachen und so weiter. Alles mögliche. Jetzt geht schnell ins Restaurant mit Maya. Wir essen zusammen was und dann bringen wir die Sachen auch zusammen zu den Personen hin. Ich denke, das wird auch ein bisschen gefilmt und ja. Ja, wir sehen uns dann, Leute.
sehen. So, Leute, im Café angekommen, jetzt erstmal Panini gegessen mit der Dame hier drüben, die auch im Film ist. Das klappt. Diese schicken Teile hier. Und dann, Maja, was machen wir dann? So, Leute, da das Essen nicht gereicht hat, wird es nochmal gegessen. So, Leute, ich hoffe, man kann mich sehen. Ich denke schon, Maja kann man auch sehen. Wir waren jetzt gerade im Flüchtlingsheim und haben sehr viele Sachen weggebracht. Kleidung, Spielsachen, Schulsachen, Klamotten, also wirklich alles Mögliche. Und also was ich auf jeden Fall loswerden möchte und was ich jedes Mal erschreckend finde zu sehen, ist, dass vergessen wird, dass so oft im Endeffekt genau um die Ecke einfach alles nicht in Ordnung ist. Und sich viele Menschen auf die Welt so in Anführungszeichen schön zeichnen und sagen, dass doch alles passt, alles gut ist. Und genau um die Ecke sind Flüchtlinge, sind 20 Flüchtlinge in einer Wohnung zusammengepresst und irgendwie zwei Familien in einem Zimmer, die sich kein bisschen verstehen und solche Sachen. Deshalb sollte man dem Problem genau um die Ecke auch mal einfach ins Auge schauen und das nicht einfach übersehen, auch irgendwie schauen, dass man sich um solche Sachen kümmern kann und das nicht einfach zur Seite liegen lässt. Das ist so meine Impression davon. Und dass auch deine Probleme dann so schlimm sind wie manch anderes. Dass man dann merkt, wenn man sowas sieht, dass deine Probleme, wo du denkst, sind total schlimm, dass man merkt, dass die gar nicht so schlimm sind. Ja, mega guter Punkt. Ja, da kann ich vielleicht auch noch was dazu hinzufügen, da sich so viele Menschen immer beschweren und mittlerweile arbeite ich auch mit vielen Menschen zusammen, die irgendwelche Probleme haben. Ich mache es natürlich gerne, ich unterstütze lieben gerne Menschen, ich motiviere lieben gerne Menschen, jeder, der mich kennt, weiß das. Aber mittlerweile arbeite ich mit sehr vielen Menschen zusammen, wo es darum geht, wirklich kleinste Probleme zu lösen. Und für die Personen sind es aber die größten Probleme der Welt. Und vergessen aber oft, dass es ihnen im Großen und Ganzen so gut geht. Die haben Wasser, die haben ein Bett, die haben ihr eigenes Zimmer, was für viele einfach unvorstellbar ist. Deshalb sollte man sich einfach glücklich schätzen in der Situation, in der man ist und einfach mal die positiven Dinge sehen und ja. So, Leute, was geht ab? Maja ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich hole nur schnell was von daheim ab. Zwei Jacketts, die umgetauscht werden müssen. Dann geht es direkt wieder in die Stadt zum nächsten Treffen mit einem Kumpel. Schaut euch mal diesen Sonnenuntergang an. Alright, guys, was geht ab? So, wir haben jetzt mittlerweile Abend, beziehungsweise haben wir ja 6:30 schon wieder stockdunkel hier. Ich freue mich schon wieder unglaublich auf den Sommer, könnt ihr gar nicht glauben. Ja, jetzt geht's nochmal schnell nach Hause. Ich habe mich jetzt noch kurz mit einem Freund in der Stadt getroffen, kurz gequatscht, bevor er jetzt auf die Arbeit muss. Ans Barkeeping ran. Einer der besten Barkeeper, solltet ihr in Bamberg sein, dann schaut auf jeden Fall mal beim Schluckspecht in Bamberg ran. Und nein, ich werde nicht dafür bezahlt, aber schaut auf jeden Fall mal vorbei. Fragt nach Joshua und er wird euch eines der besten Cocktails machen, kann ich euch versprechen. Ja, Leute, für mich geht's nochmal schnell nach Hause. Ein paar Arbeiten. Gleichzeitig wird jetzt gleich ein Video hochgeladen, welches, wenn das Video online ist, wenn das Video online kommt, schon online sein wird. Und ansonsten, Leute, ich denke, ich werde später mal noch ein klein wenig filmen,
Bis dahin. Peace out. So Leute, nach einem langen Tag daheim angekommen und jetzt gerade noch mit der Familie gegessen. Und ja, ich hoffe, euch hat der kurze Vlog gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Für mich war es auf jeden Fall wieder ein, wie schon gesagt, langer, aber auch gleichzeitig lehrreicher Tag. Und ja, Maya solltet ihr auf jeden Fall auch folgen. Sie hat seit kurzem auch YouTube und ist da, wird da immer aktiver. Ich werde sie hier unten mal verlinken. Checkt sie auf jeden Fall auch mal aus. Ansonsten euch ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Leute, und haut rein. Ciao, ciao.